Dies ist eine Audioaufzeichnung zum Wikipedia-Eintrag Anti-Counterfeiting Trade Agreement, kurz ACTA. Das Anti-Counterfeiting Trade Agreement, kurz ACTA, deutsch Anti-Produktpiraterie-Handelsabkommen, ist ein geplantes multilaterales Handelsabkommen auf völkerrechtlicher Ebene. Die teilnehmenden Nationen bzw. Staatenbünde wollen mit ACTA internationale Standards im Kampf gegen Produktpiraterie und Urheberrechtsverletzungen etablieren. In Deutschland wird es deshalb entsprechend der englischen Bezeichnung auch häufig als Anti-Piraterie-Abkommen bezeichnet. Inhalt: ACTA ist ein Abkommen, das die in den USA und Europa sowie einigen anderen Ländern vorgefundenen Gemeinsamkeiten der Durchsetzung von Schutzrechten für das geistige Eigentum als Mindeststandards festschreibt, mit der Absicht, diese auch in weiteren Ländern zur Geltung zu bringen. Es soll nach Aussage der EU-Kommission dauerhaftes Wachstum der Weltwirtschaft gewährleisten, gefährliche Produktimitate aus dem Verkehr ziehen und den wissensbasierten europäischen Volkswirtschaften helfen, die Wettbewerbsfähigkeit aufrechtzuerhalten. Das Abkommen normiert selbst keine Schutzrechte, bezweckt den Schutz der 1994 im TRIPS-Abkommen geschlossenen Vereinbarungen und legt den Vertragsparteien zusätzliche Verpflichtungen auf, jedoch nicht die Schutzvoraussetzung und den Schutzumfang, sondern nur die Durchsetzung der Immaterialgüterrechte betreffen. Die Europäische Kommission und auch die Handelsvertreter der Vereinigten Staaten nennen drei Gebiete, in denen ACTA Regelungen bereitstellt. Erstens internationale Kooperation, zweitens Abstimmung des Gesetzvollzugs, drittens Schaffung neuer Gesetze zur Verwertung geistigen Eigentums. Es soll ein eigenständiger ACTA-Ausschuss, englisch ACTA Committee, eingerichtet werden. Dieses bekäme die Aufgabe, die Einhaltung des Vertrages zu überwachen, Änderungen des ACTA-Vertrages zu verhandeln, Aufnahme neuer Mitglieder zu bestimmen und Nicht-ACTA-Partnern zu helfen, ACTA-Bestimmungen in ihr nationales Recht zu übernehmen. Die Unterstützer des Abkommens, vor allem die Verwertungsindustrie, wie zum Beispiel Plattenfirmen oder Filmstudios, erhoffen sich durch die Einleitung des Gesetzes eine Abschreckung vor Verbreitung, Weitergabe und illegalem Verkauf von geschütztem Material. Regelungen: Kapitel 1, 1 bis 5 Anleitung, Abschnitt 1, 1 bis 4. Kapitel 1 legt ausdrücklich fest, dass ACTA andere Abkommen, wie zum Beispiel das TRIPS-Abkommen, nicht außer Kraft setzt. Artikel 2 bestimmt Art und Umfang durch das ACTA-Abkommen entstehenden Pflichten. Das ACTA-Abkommen gibt vor, was die Vertragspartner in geltendes Recht umzusetzen haben. Dies geschieht, bleibt den Vertragspartnern überlassen, solange diese Maßnahmen nicht dem ACTA-Vertrag zuwiderlaufen. Explizit ist auch die Möglichkeit genannt, dass Vertragspartner strengere Regeln zum Schutz geistigen Eigentums durchsetzen als in ACTA vorgesehen. Artikel 2 Absatz 2 legt das Abkommen fest, dass es keine Verpflichtung dafür festschreibt, welche Mittel zur Durchsetzung des Rechts auf geistiges Eigentum eingesetzt werden sollen. Die Artikel 7 und 8 TRIPS sind nach Artikel 2 Absatz 3 sinngemäß anwendbar. Die Normen zum Schutz der Bürger sind bei der Auslegung von ACTA also maßgeblich. Artikel 7 TRIPS: Der Schutz und die Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums sollen zur Förderung der technischen Innovation sowie zur Weitergabe und Verbreitung von Technologie beitragen, dem beiderseitigen Vorteil der Erzeuger und Nutzer technischen Wissens dienen, in einer dem gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Wohl zuträglichen Weise erfolgen und einen Ausgleich zwischen Rechten und Pflichten herstellen. Artikel 8 TRIPS: Mitglieder dürfen bei der Abfassung oder Änderung ihrer Gesetze und sonstigen Vorschriften die Maßnahmen ergreifen, die zum Schutz der öffentlichen Gesundheit und Ernährung sowie zur Förderung des öffentlichen Interesses in den für ihre sozioökonomische und technische Entwicklung lebenswichtigen Sektoren notwendig sind. Jedoch müssen diese Maßnahmen mit diesem Übereinkommen vereinbar sein. Geeignete Maßnahmen, die jedoch mit diesem Übereinkommen vereinbar sein müssen, können erforderlich sein, um den Missbrauch von Rechten des geistigen Eigentums,
die Rechtsinhaber oder den Rückgriff auf Praktiken, die den Handel unangemessen beschränken und den internationalen Technologietransfer nachteilig beeinflussen, verhindern. Artikel 3 stellt fest, dass durch ACTA nationale Bestimmungen zum Recht des geistigen Eigentums nicht berührt werden. Explizit wird festgelegt, dass ein Vertragspartner nicht verpflichtet ist, Maßnahmen umzusetzen, falls ein bestimmter Aspekt des geistigen Eigentums nicht durch das nationale Rechtssystem geschützt ist. Artikel 4 enthält Datenschutzbestimmungen. Insbesondere wird festgelegt, dass ACTA eine Vertragspartei nicht dazu verpflichtet, Informationen weiterzugeben, die durch das nationale Rechtssystem, zum Beispiel zum Schutz der Privatsphäre, geschützt sind. Artikel 2, 5 Begriffsbestimmungen. Hier finden sich die zentralen Definitionen, unter anderem welche Rechte des geistigen Eigentums überhaupt betroffen sind. Artikel 2, 6 bis 27 Maßnahmen zur Durchsetzung geistiger Eigentumsrechte. Art 1, 6 Allgemeine Pflichten. Jeder Unterzeichnerstaat ist verpflichtet, im nationalen Recht Verfahren bereitzustellen, die einen wirksamen Schutz geistigen Eigentums ermöglichen. Dies entspricht den derzeitigen Regelungen des deutschen Rechtssystems. Des Weiteren werden in Artikel 6 ein zügiges Verfahren, das Verhältnismäßigkeitsprinzip und staatshaftungsrechtliche Neutralität festgeschrieben. Abschnitt 2, 7 bis 12 Zivil- und Zivilprozessrecht. Nach Fußnote 2 können Patente und unveröffentlichte Informationen von in diesem Abschnitt beschriebenen Schutzmaßnahmen ausgenommen werden. Artikel 7 legt fest, dass jeder der Unterzeichnerstaaten zivilrechtliche Verfahren zur Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums zur Verfügung stellen solle. Gemäß Artikel 8 soll Zivilgerichte in den Unterzeichnerstaaten die Möglichkeit haben, Abmahnungen zu erlassen. Dies soll vor allem dazu dienen, die Verbreitung gefälschter Produkte innerhalb eines Unterzeichnerstaats zu verhindern. In bestimmten Fällen kann eine solche Abmahnung durch die Zahlung einer Vergütung ersetzt werden. Artikel 9 regelt Schadensersatzansprüche. Diese sollen durch zivilrechtliche Verfahren bestimmt werden. Dabei kann sich der Schadensersatz am entgangenen Gewinn des Rechtsinhabers orientieren, beziehungsweise am aktuellen Marktwert der Ware oder am empfohlenen Verkaufspreis. Speziell bei Urheberrechtsverletzungen soll der Schadensersatz gemäß der folgenden Prinzipien bestimmt werden. Zahlung eines Pauschalbetrags und oder Begleichung des entstandenen Schadens, geschätzt zum Beispiel durch Berechnung des Umsatzes, dem Rechtsinhaber entgangen ist, und oder zusätzliche Schadensersatzleistungen. Prozesskosten sind von der unterlegenen Partei zu begleichen. Die emittierenden Produkte sollen vernichtet werden dürfen, Artikel 10. Gemäß Artikel 11 dürfen Gerichte anordnen, dass der Verletzer, dem Gericht oder dem Rechtsinhaber nähere Informationen vorliegt, die im Besitz des Verletzers sind. Diese Informationen können zum Beispiel eventuelle Komplizen betreffen oder die Produktionsmittel zur Herstellung der Fälschungen oder die Vertriebswege. Artikel 12 regelt den Erlass einstweiliger Verfügungen. In bestimmten Fällen soll der Erlass einstweiliger Verfügungen sogar ohne Anhörung beider Parteien möglich sein. Zum Beispiel, wenn ansonsten ein nicht wieder gut zu machender Schaden entstünde oder wenn Beweise vernichtet würden. Allerdings dürfen Gerichte vom Antragsteller verlangen, dass er Beweismittel vorlegt, warum eine einstweilige Verfügung nötig sei. Der Antragsteller einer solchen einstweiligen Verfügung kann dazu verpflichtet werden, eine Kaution zu stellen, die dem Schutz des Antragsgegners dient. Schließlich wird bestimmt, dass der Antragsgegner vom Antragsteller Schadensersatz verlangen kann, wenn sich eine einstweilige Verfügung im Nachhinein als unberechtigt erweist. Abschnitt 3, 13 bis 22, Zoll. Auch hier sind nach Fußnote 6 Patente und unveröffentlichte Informationen ausgenommen. Zollkontrollen im Hinblick auf den Schutz geistigen Eigentums sind erlaubt, sollen aber so gestaltet werden, dass der Handel nicht unverhältnismäßig erschwert wird. Artikel 13. Kontrollen sollen auch für kleine Sendungen gewerblichen Charakters durchgeführt werden. Private Sendungen können von diesen Kontrollen ausgenommen werden. Artikel 14. Die zuständigen Behörden dürfen Rechteinhaber auffordern, ihnen zur Verfolgung von Urheberrechtsverstößen mit sachdienlichen Hinweisen zu helfen. Artikel 15.
sollen Verfahren eingeführt werden, die es den Zollbehörden gestatten, verdächtige Waren zurückzuhalten oder deren Freigabe zu verzögern. Dies gilt sowohl bei Ein- und Ausfuhrsendungen als auch bei Transitsendungen. Die Zollbehörden können von Amts wegen tätig werden oder auf Antrag eines Rechtsinhabers, Artikel 16. Artikel 17 bestimmt, wie ein solcher Antrag auszusehen hat. Es müssen ausreichende Informationen und Beweise vorliegen, die zeigen, dass eine Urheberrechtsverletzung vorliegt. Andernfalls kann der Antrag durch die Behörden abgelehnt werden. Der Wegfall von Grenzkontrollen aufgrund des Schengener Abkommens wird berücksichtigt. Artikel 18 legt fest, dass der Antragsteller eine verhältnismäßige Kaution zu hinterlegen hat, um einen Missbrauch dieser Zollkontrollen zu verhindern. Falls die Zollbehörden eine Rechtsverletzung feststellen, Artikel 19, können Imitate und Plagiate vernichtet werden, Artikel 20. Die Behörden sollen dazu ermächtigt werden, fälschungsrechtliche Sanktionen zu verhängen, falls eine Rechtsverletzung festgestellt wurde. Die Unterzeichnerstaaten können ihre Zollbehörden erlauben, Informationen über einbehaltene Waren oder über ihre Herkunft an den Rechtsinhaber weiterzugeben. Die Weitergabe von Informationen muss erfolgen, falls eine Rechtsverletzung nach Artikel 19 festgestellt wurde. Abschnitt 4, 23 bis 26, Strafrecht. Mindestens vorsätzliche Verstöße zum Wecke eines indirekten wirtschaftlichen Vorteils in gewerblichem Ausmaß, Artikel 23, 1, sollen bestraft werden. Imitieren von falschen Etiketten, Artikel 23, 2, Verkauf von Imitaten im Inland, Kopieren als und die öffentliche Darbietung von Laufbildern, Artikel 23, 3, soll bestraft werden können. Teilnehmer, Artikel 23, 4 und juristische Personen, Artikel 23, 5, sollen belangt werden. Die Geldstrafe und Freiheitsstrafen sollen verhältnismäßig sein. Artikel 24. Soll von Amts wegen ermittelt werden, Artikel 26. Bei Verurteilung sollen die Imitate ersatzlos zerstört oder sonst unbrauchbar gemacht und mit dem Verkauf erworbene Surrogate entzogen werden. Artikel 23. Strafbarkeit. Die in Deutschland schon existierende Strafbarkeit von Anstiftung und Beihilfe wurde in Artikel 23 Absatz 4 eingearbeitet. Wortlaut des Paragraf 23 Absatz 1. Jede Vertragspartei sieht Strafverfahren und Strafen vor, die zumindest bei vorsätzlicher Nachahmung von Markenwaren oder vorsätzlicher unerlaubter Herstellung urheberrechtlich oder durch verwandte Schutzrechte geschützter Waren in gewerblichem Ausmaß Anwendung finden. Für die Zwecke dieses Abschnitts schließen Handlungen in gewerblichem Ausmaß zumindest solche Handlungen ein, die die Erlangung eines unmittelbaren oder mittelbaren wirtschaftlichen oder kommerziellen Vorteils dienen. Es wird behauptet, dass dieser eine Ausweitung darstellt und zu unbestimmt sei. Dies wird wenigstens für die EU und Deutschland bestritten. Die EU habe gar keine Gesetzgebungskompetenz für Strafrecht. Deutschland habe sehr ähnliche, teilweise weitergehende Regelungen. Jeden mittelbaren wirtschaftlichen oder kommerziellen Vorteil einzubeziehen, wäre nach Ansicht einiger eine Neuerung. Sie sehen hier eine unnötige Ausweitung. Andere sind der Ansicht, dass dies dem gegenwärtigen deutschen Standard in § 106, 108 Urhebergesetz und § 143 Markengesetz entspricht. § 143 Markengesetz in Verbindung mit § 14 Markengesetz entsprechen genau der Formulierung geschäftlicher Verkehr in Wahrnehmung oder Förderung eigener oder fremder Geschäftsinteressen am Erwerbsleben teilnehmen und ohne Gewinnerzielungsabsicht oder Entgeltlichkeit vorauszusetzen, wie ACTA statuiert. Die Einbeziehung von Etiketten und Verpackungen im zweiten Absatz soll § 143 in Verbindung mit § 14 Absatz 2 Nummern 1 und 2 und Absatz 3 Markengesetz entsprechen. Artikel 24 bis 26. Die Regelungen in Artikel 24 bis 26 sollen den Regelungen von § 106 Absatz 1, 108.1 Urhebergesetz, § 143 Absatz 1 und 2 Markengesetz, § 46 Strafgesetzbuch, § 73 Strafgesetzbuch und § 160 Strafprozessordnung entsprechen. Abschnitt 5, 27
geistiges Eigentum in digitalem Umfeld. Hier wird bestimmt, dass geistiges Eigentum im digitalen Umfeld genauso behandelt werden soll wie außerhalb. Artikel 27 Absatz 1. Aber teils wieder eingeschränkt und teils erweitert. Es soll darauf geachtet werden, dass der digitale Handel nicht behindert wird und fundamentale Rechtsprinzipien wie Meinungsfreiheit, ein fairer Prozess und Datenschutz Geltung verschaffen wird, Artikel 27 Absatz 2. Es wird aufgrund einer Invention des EU-Parlamentes in Fußnote 13 klargestellt, dass insbesondere auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen den Rechten von Internet-Service-Providern und Schutzrechtinhabern geachtet werden soll, womit die vom European Digital Rights, EDRE, befürchtete absolute Kontrolle des Internets ausgeschlossen sein soll. Schutz des Digital Rights Managements wird besonders erwähnt. Die weiteren Regelungen in Absätzen 4 bis 8 sollen den Regelungen in § 101, 9 Urhebergesetz, § 95a Urhebergesetz, § 303b Strafgesetzbuch und § 108b Urhebergesetz entsprechen. Kapitel 3, 28 bis 32 Durchsetzungspraxis. Wie im Datenschutz üblich, dürfen Informationen nur zum verabredeten Zweck verwandt werden. Artikel 29. Es werden die Standards der Behördenarbeit normiert. Die Article 29 Data Protection Working Party, die EU, behauptet, dass ACTA keinen Verstoß gegen europäisches Datenschutzrecht mit sich bringen werde. Kapitel 4, 33 bis 35, internationale Zusammenarbeit. Hier wird die Zusammenarbeit beschrieben, den in Kapitel 5 errichteten ACTA-Ausschuss koordinieren soll. Insbesondere regelt Artikel 35, dass anderen, auch Nicht-ACTA-Ländern, bei Einführung von Regelungen im Sinne des ACTA geholfen werden soll. Kapitel 5, 36 bis 38, institutionelle Regelungen, ACTA-Ausschuss. Hier wird der ACTA-Ausschuss konstituiert. Arbeitssprache ist Englisch. Kapitel 6, 39 bis 45, Schlussbestimmungen. Die Verhandlungen. Teilnehmende Länder. An den Verhandlungen zu ACTA waren folgende Länder beteiligt. Australien, Europäische Union, vertreten durch die EU-Kommission mit ihren Mitgliedstaaten. Einige EU-Mitgliedstaaten haben die Ratifizierung allerdings trotz ursprünglicher Zusage wegen der Massenproteste vorerst gestoppt. Lettland, Polen, Slowakei, Tschechien, Österreich, Bulgarien, Niederlande, Litauen, Slowenien, Rumänien, Finnland und Deutschland. Japan, Jordanien, Kanada, Marokko, Mexiko, Neuseeland, Schweiz, Singapur, Südkorea, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Staaten. Geschichte der Verhandlungen. Bereits am Rande des G8-Gipfels in St. Petersburg 2006 begannen die Vorgespräche zu ACTA zwischen den USA und Japan. Die Verhandlungen über die Details des Abkommens begannen 2008 in Genf und endeten nach der 12. Verhandlungsrunde im Dezember 2010 in Sydney. Diese Verhandlungen fanden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, weshalb lange Zeit der genaue Verhandlungsstand und die Positionen der einzelnen Länder unbekannt waren. Die Vereinigten Arabischen Emirate und Jordanien nahmen nach der ersten Verhandlungsrunde im Juni 2008 nicht mehr an den Verhandlungen teil. Zur Durchsetzung von Urheberrechtsansprüchen im Internet auf internationaler Ebene wurde unter anderem angedacht, dass auch die Internetdienstanbieter für von ihren Kunden begangene Urheberrechtsverletzungen als Störer haftbar gemacht werden können. Diese Verantwortung hätten sie sich nur entziehen können, wenn sie sich verpflichtet hätten, den Datenverkehr ihrer Kunden zu überwachen und ihnen gemäß dem umstrittenen Free Strikes Prinzip den Internetzugang nach 3 Verstößen gegen das Urheberrecht zu sperren. Im März 2010 kam es zu einer nicht autorisierten Veröffentlichung, Leak, Vorabversion, eine weitere Vorabversion, welche die Ergebnisse der Luzern-Runde vom 1. Juli 2010 zusammenfasste, wurde im Juli 2010 ebenfalls geleakt. Anfang März 2010 forderte das Europäische Parlament die EU-Kommission in einem interfraktionellen Entschließungsantrag auf, das Parlament über alle Phasen der Verhandlungen zu informieren. Nach der letzten Verhandlungsrunde legten die ACTA-Vertragsparteien am 3. Dezember 2010 eine beinahe endgültige Fassung vor. Die endgültige Fassung wurde Ende Mai 2011 vorgelegt.
Diese enthielt gegenüber der Version vom Dezember wenige Änderungen und legte vor allem den Zeitraum, innerhalb dessen der Vertrag zu unterzeichnen ist, auf den Zeitraum vom 1. Mai 2011 bis zum 1. Mai 2013 fest. Bevor ACTA in der EU in Kraft tritt, müssen der Rat der Europäischen Union, das Europäische Parlament dem Vertrag zustimmen. Die Zustimmung des Rats erfolgt dabei in zwei Schritten. Er muss erst einen Beschluss zur Unterzeichnung des Abkommens erlassen und im Anschluss zur Ratifikation einen Beschluss über die eigentliche Verabschiedung des Abkommens erlassen. Erst am 16. Dezember 2011 in einer nicht öffentlichen Sitzung im Rat für Landwirtschaft und Fischerei. Da ACTA auch Regelungen zum Strafrecht beinhaltet, wofür die EU keine Regelungskompetenz besitzt, handelt es sich um ein gemischtes Abkommen, welches die EU-Mitgliedstaaten auch selbst schließen und ratifizieren müssen. Stand der Unterzeichnung und Ratifizierung. Am 1. Oktober 2011 wurde ACTA von Kanada, Australien, Japan, Marokko, Neuseeland, Südkorea, Singapur und den USA unterzeichnet. Bei der Runde in Tokio am 26. Januar 2012 unterzeichneten die EU, Österreich, Belgien, Bulgarien, die Tschechische Republik, Dänemark, Finnland, Frankreich, Griechenland, Ungarn, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Polen, Portugal, Rumänien, Slowenien, Spanien, Schweden und das Vereinigte Königreich. Erst wenn 6 Staaten ACTA ratifiziert haben, tritt das Übereinkommen 30 Tage danach in Kraft. ACTA Artikel 40. Noch hat kein Staat seine Ratifikation, Annahme oder Genehmigungsurkunde beim Depositar Japan hinterlegt. Kritik. Mehrere Dutzend namhafte Wissenschaftler, unter anderem vom Max-Planck-Institut, haben in Zusammenarbeit mit anerkannten Juristen in einer ausführlichen Kritik das Europaparlament dazu aufgerufen, ACTA nicht zuzustimmen. Auch in der Politik und Öffentlichkeit werden folgende Kritikpunkte zunehmend bekannt und werden entsprechend diskutiert. Aushebelung der Menschenrechte und des Rechtsstaates. Amnesty International geht davon aus, dass das Abkommen wegen seines Inhalts, der dort verankerten Verfahren und Institutionen negative Auswirkungen auf mehrere Menschenrechte hat. Insbesondere das Recht auf ein angemessenes Verfahren, das Recht auf Achtung des Privatlebens, die Informationsfreiheit, Meinungsfreiheit und das Recht auf Zugang zu lebenswichtigen Medikamenten. EDRI, eine internationale Vereinigung von Bürgerrechtsinitiativen, sieht ACTA als eine Aushebelung grundlegender Rechtsprinzipien. Die Förderung der Zusammenarbeit privater Firmen zur Durchsetzung des Abkommens könne dazu führen, dass mutmaßliche Rechtsverletzungen von Akteuren außerhalb der Justizsysteme verfolgt und bestraft werden. Dies mache die in Abschnitt 5 des Vertrags genannten Rechtsprinzipien Meinungsfreiheit, Recht auf einen fairen Prozess und Datenschutz wirkungslos. Dies verstoße wiederum gegen die Pflicht aus Artikel 21 EU-Vertrag, in allen Verträgen auf die Einhaltung des Rechtsstaatsprinzips zu achten. Am bekanntesten ist die Vermutung der Gegner, ACTA könne sich auf die Meinungsfreiheit im Internet auswirken und zu privatrechtlicher Zensur führen. Viele Internetnutzer sehen die Reformen als Eingriff in die Privatsphäre und ihre Grundrechte. Es wurde und wird befürchtet, dass das internationale Handelsabkommen einen Ausgangspunkt für die weltweite Durchsetzung von Internetsteuern bedeuten könnte. Nach Absatz 5 des Bundesverfassungsgerichtsurteils bezüglich der Vorratsdatenspeicherung, welche für die Überprüfung durch die Internetdienstanbieter benötigt würde, ist in Deutschland eine schwere Straftat erforderlich, um rechtmäßig, wenn denn ein verfassungsgemäßes Gesetz existiert, den kompletten Inhalt einer Kommunikation abzuhören. Nach § 100a der Strafprozessordnung ist in Deutschland die Überwachung des Fernmeldeverkehrs nur im Falle einer in diesen Paragraphen aufgelisteten schweren Straftat, zum Beispiel Hochverrat und Gefährdung der demokratischen Ordnung, gesetzmäßig. Schädigung der Innovationsentwicklung. Ein weiterer wichtiger Kritikpunkt ist, dass ACTA Freiräume für Innovationen beschneide und damit auch gelebte demokratische Werte wie Chancengleichheit, Bildungschancen, Forschung und Rechte von allen Unternehmen, bestehende Geschäftsmodelle würden damit einseitig bevorzugt. So sieht etwa der Verband der deutschen Internetwirtschaft eine Gefahr für das deutsche Wirtschaftswachstum durch ein Aufweichen
der verlässlichen nationalen und internationalen Rechtsrahmen, der Internetwirtschaft, der Voraussetzung für Innovation und die weltweite digitale Entwicklung ist. Der Arbeitskreis gegen Internetsperren und Zensur bemängelt, ACTA zementiere ein reformbedürftiges Urheber- und Verwerterrecht, das im heutigen digitalen Zeitalter veraltet sei. Ausschluss der Öffentlichkeit. Durch den Ausschluss der Öffentlichkeit sowie von den für die behandelten Themen eigentlich zuständigen Organisationen wie der Weltorganisation für geistiges Eigentum, der Welthandelsorganisation sowie dem EU-Parlament seien die jahrelangen ACTA-Verhandlungen undemokratisch verlaufen. Die Organisation Reporter ohne Grenzen sprach in Bezug auf die Veröffentlichung der Verhandlungsergebnisse von einer Verhinderung der demokratischen Debatte. Da die Verhandlungsteilnehmer davon ausgehen, dass der Vertrag nur so durchsetzbar ist, umgehen sie gezielt diejenigen internationalen Institutionen, die für solche Gespräche zuständig wären, etwa die WIPO, die als demokratischer Körper gerade für die behandelten Themen gegründet wurde und transparente Verhandlungen mit einer größeren Anzahl von Teilnehmern erfordern würde. Auch dem EU-Parlament, dessen zuständiger Ausschuss am 29. Februar über ACTA entscheiden soll, sind wichtige Dokumente zu ACTA jahrelang vorenthalten worden. Kritisiert wird außerdem, dass ACTA durch bewusst schwammige Formulierungen Rechtsunsicherheit erzeuge. Zur Auslegung unklarer Begriffe sollen die Verhandlungsprotokolle zum Vertrag herangezogen werden, die jedoch noch nicht veröffentlicht worden sind. Daher sei es widersinnig und trage keineswegs zur Transparenz bei, wenn die Parlamente zum jetzigen Zeitpunkt über den Vertragsentwurf abstimmen würden, dass sie den genauen Vertragsinhalt und seine Bedeutung bis heute noch nicht kennen. Lizenzierung von Saatgut und Einschränkung von Generika. Kritiker zum Beispiel von der Anonymous-Bewegung oder von der Partei Die Linke gehen davon aus, dass das Abkommen den Zugang zu Saatgut und lebenswichtigen Generika für ärmere Länder verwehren oder zumindest einschränken könne. Auch Kader Arif, der ehemalige Berichterstatter für das ACTA-Abkommen des Europäischen Parlaments, sieht eine Gefahr durch ACTA für Generika. Die Kritiker sind auch der Ansicht, dass bezüglich der Urheberrechte verdächtige Lieferungen überprüft werden könnten, und zwar nicht nur in den Ursprungs- und Zielländern der Ware, sondern auch in Transitländern, was wiederum Firmen als Ansatz nehmen könnten, um Generika oder andere Produkte wie Saatgut aus dem Verkehr zu ziehen, wenn sie Drittstaaten mit entsprechenden Verboten passieren, selbst dann, wenn diese Medikamente nach den Gesetzen des Ziellandes legal wären. In der Folge könnten Generika, preisgünstige Nachahmungen oder Modifikationen von Medikamenten laut ACTA-Gegnern durch das Abkommen beispielsweise vom europäischen Zoll beschlagnahmt werden und somit gerade in der dritten Welt die medikamentöse Behandlung von AIDS, HIV und anderen Krankheiten erschwert bzw. verhindert werden. Diese Bedenken kommen auch von der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen, die die beteiligten Staaten aufgefordert hat, ACTA nicht zu unterzeichnen, bis alle Unsicherheiten über die mögliche Einschränkung der Generikaproduktion ausgeräumt sind. Umstrittene Schadensersatzregelung. Problematisiert wird auch die Schadensersatzregelung in Artikel 9. Der FFII ist der Ansicht, die Ausweitung des Schadensersatzes auf erlangenem Gewinn würde nicht den erlittenen Verlust der Rechteinhaber reflektieren. Madhukar Sinha, Professor am Außenhandelsinstitut Indian Institute of Foreign Trade, befürchtet, diese Regelung könnte zu überhöhten Schadensersatzzahlungen führen. Joachim Schrey meint, diese Möglichkeit bestünde im deutschen Urheberrecht schon heute und würde daher keine Veränderung bedeuten. Anti-ACTA-Massenproteste und Ratifizierungsstopps. Die Piratenparteien verschiedener Länder führten schon am 26. und 28. Juni Demonstrationen gegen das ACTA-Abkommen durch. Die Demonstrationen fanden in mehreren Ländern statt, darunter auch in einigen deutschen Städten. Organisator war hier die Piratenpartei Deutschland. Im Frühjahr 2011 folgten in ganz Europa weitere und bedeutend größere Demonstrationen, da die Ratifizierung des Gesetzes durch die EU-Länder näher rückte. Polen. Seit dem 25. Januar 2012 kam es in Polen zu Massenprotesten. In den größten Städten gingen mehrere 10.000 Menschen gegen die ACTA-Gesetzgebung auf die Straße. Soziologen sprechen von der größten Bürgerbewegung seit der Gründung der Gewerkschaft Solidarnosc 1980. Am 3. Februar wurde die Ratifizierung von ACTA in Polen wegen der starken Proteste bis auf Weiteres gestoppt. Gleichzeitig sagte der polnische Ministerpräsident Donald Tusk,
es gelte, die westliche Kultur vor Internetpiraterie zu schützen. Und seine Regierung werde das ACTA-Abkommen nicht zurückziehen. Bloß weil eine Gruppe das fordere, eine solche Regierung könne gleich zurücktreten. Am 17. Februar 2012 hat Tusk seine Unterschrift für ACTA bedauert und das EU-Parlament aufgefordert, das Antipiraterie-Abkommen ACTA zu stoppen. Tusk sagte, ich hatte nicht recht, die Argumente haben mich überzeugt. Das Abkommen entspreche nicht der Wirklichkeit des 21. Jahrhunderts. Gleichzeitig zur Ratifizierung von ACTA in Slowenien hat Tusk an alle Parteien im EU-Parlament, mit denen seine Bürgerplattform zusammenarbeitet, einen offenen Brief geschrieben, in dem er vorschlägt, ACTA abzulehnen. Tschechien, Slowakei, Lettland, Slowenien, Deutschland und andere. Am 6. Februar 2012 wurde die ACTA-Ratifizierung von Tschechien nach Protesten bis auf Weiteres gestoppt, nachdem die Anti-ACTA-Proteste einen neuen Höhepunkt erreicht hatten. So haben Hacker der Bewegung Anonymous eine Liste mit privaten Informationen zu allen Mitgliedern der Regierungspartei ODS entwendet und sie den tschechischen Zeitungen zugespielt. Am 7. Februar erfolgte ebenfalls wegen der Massenproteste ein Ratifizierungsstopp in der Slowakei und am 9. Februar in Lettland. Die slowenische Botschafterin in Japan, Helena Drnovšek-Zorko, bereut ihre Unterschrift und entschuldigte sich klar bei der Öffentlichkeit und bei ihren Kindern dafür, den Vertrag unterzeichnet zu haben. Sie rief ferner die Slowenen auf, sich möglichst zahlreich an der Anti-ACTA-Protestaktion zu beteiligen. Am 10. Februar teilte in Deutschland das Auswärtige Amt mit, man habe die bereits erteilte Weisung zur Signierung des umstrittenen Vertragswerks wieder zurückgezogen. Am 14. Februar Bulgarien und am 15. Februar auch die Niederlande und Litauen die Ratifizierung aus. Auch Slowenien erwägt einen Stopp der Ratifizierung. Am 18. Februar gab auch in Österreich Johann Mayer, Abgeordneter der SPÖ, bekannt, dass im Nationalrat das Abkommen nicht vor einer Bestätigung durch das EU-Parlament ratifiziert wird. Die österreichische Volkspartei zögert zwar noch, kann aber allein nichts ratifizieren. Europäische Protesttage, 11. und 25. Februar 2012. In Deutschland, Frankreich, Polen, Großbritannien, Bulgarien, Portugal, Kanada, Österreich, der Schweiz und weiteren Ländern fanden am 11. Februar 2012 unter dem Motto ACTA ad ACTA zahlreiche Demonstrationen gegen ACTA statt. Trotz eisiger Temperaturen um die minus 10 Grad haben in Deutschland über 100.000 Menschen in 55 Städten gegen ACTA demonstriert. Die am Tag vor den Demonstrationen veröffentlichte Aussage der deutschen Bundesjustizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, ACTA vorerst nicht zu unterzeichnen, geriet dabei stark unter Kritik, da dies als Versuch gewertet wurde, die Demonstration als unnütz erscheinen zu lassen und das Abkommen dennoch zu einem späteren Zeitpunkt, etwa während der Fußball-Europameisterschaft 2012, zu unterzeichnen, wenn das öffentliche Interesse nicht mehr auf ACTA gerichtet ist. Unterstützt wurden die Proteste unter anderem von dem globalisierungskritischen Netzwerk ATTAC, der Piratenpartei, Bündnis 90 Die Grünen, Die Linke sowie dem Chaos Computer Club. Europaweit waren am 11. Februar in 200 Städten zwischen 150.000 und 200.000 Menschen auf der Straße. Am 25. Februar fanden weitere Proteste in zahlreichen europäischen Ländern statt. Avas und Campact. Millionen Anti-ACTA-Online-Unterschriften. Die politische Plattform Avas hat seit dem 25. Januar 2012 bereits über 2,5 Millionen Online-Unterschriften gegen das ACTA-Abkommen gesammelt. Ihre bisher zweiterfolgreichste Kampagne, nach der gegen SOPA mit über 3,4 Millionen Unterschriften. Auch die Online-Kampagnenplattform Campact sammelte über 71.000 Online-Unterschriften für einen Appell an die deutschen Abgeordneten des EU-Parlamentes. ACTA am 29. Februar 2012 im Ausschuss für internationalen Handel des Europäischen Parlaments abzulehnen. Nachdem die Europäische Kommission den umstrittenen Gesetzentwurf dem Europäischen Gerichtshof formal zur Überprüfung vorlegte, startete Avas am 1. März eine neue Kampagne mit der Forderung, der Gerichtshof solle die rechtlichen Auswirkungen ACTAs umfassender untersuchen als von der EK beantragt und hierüber ein Gutachten veröffentlichen. Hierfür wurden inzwischen über 670.000 Unterschriften gesammelt.
Öffentliche Online-Petition des Deutschen Bundestags. Über die Internetplattform des Deutschen Bundestags für Online-Petitionen startete am 10. Februar 2012 eine öffentliche Petition mit dem Ziel, die Ratifizierung von ACTA auszusetzen. Diese kann bis zum 22. März 2012 von Unterstützern des Anliegens mitgezeichnet werden, was einem Zeitraum von 6 Wochen entspricht. Ziel der Unterstützer ist es jedoch, bereits in den ersten 4 Wochen mehr als 50.000 Mitzeichner vorweisen zu können, um vom Petitionsausschusses des Bundestags eingeladen und angehört zu werden. Am 10. März 2012 waren es jedoch erst ca. 35.000 Mitzeichner, daher konnte dieses Ziel nicht erreicht werden. Am 15. März 2012 betrug die Beteiligung an der Petition 55.000 Mitzeichner, sodass eine öffentliche Beratung des Petitionsausschusses erfolgen muss. Reaktionen der EU-Kommission auf die Massenproteste. Die EU-Kommission sieht auch trotz der Massenproteste keinen Grund, von der ACTA-Gesetzgebung Abstand zu nehmen und führt die Aktionen der Demonstranten auf unzureichende Informationspolitik von Seiten der EU zurück. Am 13. Februar 2012 forderte jedoch die EU-Justizkommissarin Viviane Reding eine Überprüfung der ACTA-Gesetzgebung durch den Europäischen Gerichtshof. Sie sagte, der Schutz von Urheberrechten kann die Aufhebung von Meinungs- und Informationsfreiheit nie rechtfertigen. Und deshalb seien Netzsperren für sie niemals eine Option. Inhaltliche Überschneidungen mit IP-RED. Trotz der Zusage des Chefs der konservativen Partei im EU-Parlament, Josef Daul, ACTA sei am Ende, sehen die Kritiker von ACTA das Thema weiterhin als Bedrohung, da sich die Intellectual Property Rights Enforcement Directive IP-RED-Richtlinie gerade in Bezug auf das Internet mit ACTA sehr ähnelt. Laut der Piratenpartei Braunschweig könne mit IP-RED genauso wie mit ACTA ein Internetanschluss auf Zuruf durch die Rechteinhaber und ohne Gerichtsbeschluss gesperrt werden. Dies bedeute im schlimmsten Fall eine Umkehrung der Beweislast. Möchte ein Betroffener seinen Internetzugang zurückhaben, müsse er dagegen klagen und seine Unschuld beweisen. Hier gelte nun nicht mehr das Prinzip der Unschuldsvermutung. Stattdessen werde erneut versucht, jeden einzelnen Bürger unter einen Generalverdacht zu stellen und zu kriminalisieren.